Ich grüße euch beim Videopodcast der Zeitverbraucher Nano. Ja, und heute muss ich mal über das Wetter lästern, beziehungsweise nee, über das Wetter direkt eigentlich nicht. Über die Wettervorhersagen, beziehungsweise über unsere Pressemeldungen, die ich so in den letzten ein, zwei Tagen gelesen habe. Meldungen in den Medien. Also wir haben jetzt irgendwie Mitte Februar oder Mitte Ende Februar und es ist so um die 0 Grad warm oder kalt, tagsüber auch gut im Plus. Es weht ein bisschen kalter Luft, also das macht es natürlich gefühlt noch ein bisschen kälter. Für Februar jetzt kein außergewöhnliches Wetter, es ist halt Winter. Heute sogar sehr sonnig, wie in den letzten paar Tagen eigentlich auch. Also alles so, wie man sich es eigentlich so vorstellt im Februar. So, und jetzt kommt wohl die nächsten 1, 2, 3 Tage, kommt wohl irgendwie so ein bisschen Polarluft nach Deutschland. Und es wird halt ein bisschen kälter. Also ein bisschen kälter bedeutet, weil Vorhersagen sagen im Moment, so in Mitteldeutschland minus 7, minus 8, minus 9 Grad nachts und tagsüber vielleicht auch mal in einem anderen Tag Dauerfrost. Also bis dahin alles für mich nichts großartig Bemerkenswertes, aber wenn man im Internet guckt, wenn man in die Medien guckt, wenn man in die Zeitungen guckt, liest man jetzt immer die Tage, immer wieder die Meldung: Polare Kaltluft strömt ein, Deutschland friert ein, es wird barbarisch kalt, bis zu minus 20 Grad, bis zu über minus 20 Grad. Wenn man dann genau in die Vorhersagen guckt und in die Temperaturkurven, nee, es sind ein paar Alpentäler mit Sicherheit oder ein paar höher liegende Ortschaften, die mit Sicherheit ein bisschen kälter, wo es ein bisschen kälter wird, aber wie gesagt, ich finde minus 7 Grad nachts im Februar ist eine Meldung im Wetterbericht wert, ja, aber keine extra Meldung irgendwo in irgendeinem Magazin oder in irgendeiner anderen Presse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Entweder hat man sich an anderen Meldungen so abgearbeitet, dass die zu uninteressant sind, oder man will gegen irgendwas wieder mal Stimmung machen oder irgendwas in Erinnerung rufen. Keine Ahnung, Leute, aber minus 7 Grad, meinetwegen auch minus 10 Grad im Februar, sind normal, ist Winter. Ist keine Meldung wert. Ja, ist auch teilweise, ich glaube bei Wetter Online habe ich den Artikel drüber gelesen. Sehr reißerisch verpackt. Also man kann da schon die Dramatik in dem Wetterumschwung, der uns jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen bevorsteht, kann man da schon spüren. Also ist sehr, ich empfinde es als sehr dramatisch geschrieben. Ja, und letztendlich, gut, vielleicht täusche ich mich auch und es wird wirklich so kalt und so erbarmungslos kalt, wie wir es noch nie erlebt haben. Ja, Vorhersage sagt ein bisschen was anderes. Aber ja, gut, vielleicht wird es ja wirklich ein bisschen schlimmer, als ich mir das vorstelle. Okay, ja, also mal ein bisschen über das Wetter bzw. über die Wettervorhersagen, über die Meldungen abgelästert. Fand ich irgendwie sehr bemerkenswert. Ja. Okay, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus!